Neujahrsempfänge werden zurzeit in fast jedem Ort bzw. jeder Stadt abgehalten. In St. Valentin ist in diesem Jahr bereits zum zweiten Empfang des Bürgermeisters im neuen Jahr geladen worden. Seit 16 Jahren wird in St. Valentin zu den Neujahrsempfängen geladen. Das Ambiente des Sitzungssaals in der Stadtgemeinde bietet dafür den perfekten Rahmen. Jedoch platzte dieser bei so manchem Empfang aus allen Nähten. Deshalb wird an zwei Tagen gefeiert. Die Vereine genießen in der Gemeinde einen hohen Stellenwert, denn ohne Vereine würden viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden. Die Vereine machen ja eigentlich erst das Leben in einer Stadt. Stellt man sich vor, wenn wir keine Musikvereine, keine Sportvereine so hätten, na was passiert denn dann eigentlich in einer Gemeinde? Das sind in Wirklichkeit die Träger generell für das gesellschaftliche Leben in einer Gemeinde, in einer Stadt. Und umso mehr Vereine das gibt, umso mehr Chancen hat man auch, dass die Jugend Möglichkeiten hat, in diesen Vereinen nicht unterzukommen. Und wir haben so viele Vereine und wir haben so viele Veranstaltungen und ich habe das heute versucht, das so zu erklären, wenn man auf jede Veranstaltung gehen würde, wäre man Freitag, Samstag, Sonntag nicht zu Hause. Nach vierjähriger Reise um die Welt sind zwei Abenteurer wieder nach St. Valentin zurückgekehrt. Sie durften andere Sitten und Kulturen kennenlernen, wissen aber genau, wo sich ihre Heimat befindet. Ist ein bisschen schwierig, überhaupt einmal, wenn man von Leuten in Asien gefragt wird, woher man ist, einmal einer klar machen, dass wir von Österreich sind und nicht von Australien, weil das klingt ja ziemlich ähnlich. Aber ja, also wir haben immer gesagt, es ist eine kleine Stadt in Niederösterreich. Klein deswegen, weil in Asien sind die meisten Städte halt über 1 Million Einwohner, sonst ist es für sie nur Dörfer. Und ja, einfach ist unsere Heimat und der Platz, was uns am besten gefällt. Ja, es ist eigentlich ziemlich familiär und freundschaftlich, ja. Und ja, es ist nicht so, dass jeder jeden kennt, weil es doch ein bisschen eine aggressive Stadt ist, aber ja, jeder kommt ganz gut klar miteinander. Bei den diesjährigen Neujahrsempfängen ließ man nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren, durch die letzten 25 Jahre Stadtgemeinde und 25 Jahre Bürgermeister Manfred Miesner wurde gereist. Man kann 25 Jahre, also jetzt nicht, dass er hergehen kann, sagen, das waren Highlights. Ich habe das heute probiert, in 20 Minuten ein bisschen durchzuführen. Und da würde ich ganz einfach gar nichts Besonderes hervorheben. Und da gibt es viel schöne Sachen. Man hat viel zusammengebracht, manches nicht. Das wird immer so im Leben so sein. Aber dass ich sage, genau das war das Highlight oder genau das war, das bringt es bei 25 Jahren nicht zusammen. Das bringe ich beim besten Willen nicht zusammen. Also ich erinnere mich sehr gerne zurück an den großartigen Empfang, als der chinesische Staatspräsident Li Peng hier in St. Valentin war und im Niewerk Besuch abgestattet hat, beziehungsweise bei Steirer-Daimler Buch. Das war also ein Sicherheitsaufgebot, Staatssicherheitsstufe Nummer 1. Und unglaublich, ein Hubschrauber über dem Zug, der gekommen ist, vorne eine Vorauslok, dann die eigentliche Zugsgarnitur mit den schwer bewaffneten Sicherheitskräften vorne und hinten und bei jeder Türe. Das war äußerst beeindruckend. Manfred Miesner, habe ich sehr viele schöne Erlebnisse im Laufe deiner 25 Jahre als Bürgermeister gehabt. Wenn ich nur so diese Bürgermeister-Exkursionen nehme, wo wir gemeinsam gesungen und gelacht haben, das sind schöne Erinnerungen. Also für mich ist er ein hervorragender Kommunalpolitiker über die ganzen Jahre. Und was ich immer bewundert habe eigentlich auch, das ist seine Ruhe, seine Gelassenheit, die er nach außen ausstrahlt, auch in den schwierigen, und er hat schwierige Phasen hinter ihm, die angesprochene Geschichte mit dem Niewerk oder auch dann die Prüfstreckengeschichte, die er heute so eher so nebensächlich abgetan hat, quasi war in St. Valentin ein extrem polarisierendes Thema. Und das hat ihn eigentlich immer ausgezeichnet. Er war immer mit dem Herz dabei und hat aber, wie gesagt, notwendige Ruhe immer gehabt, Entscheidungen wirklich gut durchzudenken. Und eins hat er dann auch gehabt, wenn er zu einer Entscheidung gekommen ist, dann ist er zu dieser Entscheidung gestanden und hat es auch durchgezogen. Vom hohen Staatsbesuch aus China bis hin zu den beiden Abenteurern. Valentin wird in die Welt hinausgetragen und bleibt am Puls der Zeit. Abgeschlossenes riefen sich die Gäste an diesem Abend wieder ins Gedächtnis und diskutierten über Zukünftiges. Eines ist sicher, an diesen beiden Abenden wurde bis in die späten Abendstunden sicher, dass wir heute noch tratschen, um Gottes Willen.
Seitdem sind wir ja da, noch bis um 12 Uhr dauert es da sicher wieder.